Hallo zusammen. Die folgende Tour ging an der Krombachtalsperre entlang, zur Fuchskaute, nach Willingen, zum Salzburger Kopf. Von dort nach Stein und weiter in den ehemaligen Truppenübungsplatz Stegskopf bei Dagen. Vom Stegskopf weiter zu den Trödelsteinen und wieder zurück zum Siegerland-Flughafen. Am Siegerland-Flughafen vorbei über Liebenscheid zum Dreiländereck. Vom Dreiländereck ging es über Waldaubach zum Hüllkopf und von dort nach Hause. Das Ganze über knapp 52 Kilometern und 800 Höhenmetern. Die Tour zum Nachfahren habe ich als Komoot-Link in der Beschreibung hinterlegt. Kleiner Hinweis, ich hatte die Kamera am Lenker montiert, war wohl nicht die beste Idee, da die ganzen Störgeräusche übertragen werden auf die Kamera. Ich hoffe dennoch, das Video gefällt euch und viel Spaß dabei. Kleiner Besuch bei unserer Bisonherde in der Nähe von der Fuchskaude. Hier geht es jetzt erstmal runter nach Willingen und auf der anderen Seite wieder hoch nach Salzburg. Ich bin so gegen 8:30 losgefahren, es war noch richtig frisch und teilweise sogar Bodenfrost. Jetzt bin ich auf der anderen Seite von Willingen und da wo die Windräder sind, da waren die Bisons. Hier bin ich jetzt am Salzburger Kopf, ein kleines Skigebiet in der Nähe von Stein. Jetzt bin ich auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf auf einer wunderschönen Allee. Ich würde noch etwas zur Historie des Übungsplatzes erzählen. Der Übungsplatz wurde 1914 erstmals erwähnt. 1933 war es ein Polizeiübungslager. 1934 Reichsarbeitsdienst mit dem Namen Jörg von Wartenburg. 1938 wurde es vom Reichsministerium des Inneren gepachtet. Im Jahre 1943 wurde der Platz von der Hitlerjugend übernommen. Das Lager wurde daraufhin in Reichsausbildungslager Prinz Eugen umbenannt. In den Jahren 1945 bis 1950 wurden sogenannten Displaced Persons im Naziregime ehemalige Zwangsarbeiter oder Zwangsverschleppte untergebracht, die von dort aus in ihre Heimat zurückgeführt wurden. Nach 1950 übernahm die französische Armee den Platz und baute diesen aus. 1957 übernahm die Bundeswehr den Platz und baute ihn weiter aus. Während der Zeit der deutschen Wiedervereinigung wurden über 2100 Übersiedler aus der DDR im Lager Stegskopf untergebracht. Im Rahmen des Stationierungskonzepts 2011 wurde die Aufgabe des Platzes bekannt gegeben. Ende 2015 wurde eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende im Lager Stegskopf eingerichtet. Ab 2016 wieder geschlossen und befindet sich zurzeit im Standby-Betrieb als Reserve. Ich bin quasi jetzt auf dem Zuweg zum Übungsdorf auf dem Truppenübungsplatz. In der Vergangenheit sind da wohl einige mit den Autos hingefahren und haben dann Party gemacht. Und das wollte natürlich die Verwaltung nicht so gerne und hat den Weg dorthin mit Bäumen gesperrt. Jetzt sind wir in dem Übungsdorf von dem Truppenübungsplatz, sogar mit einer kleinen Kirche und Straßennamen. Ich finde das natürlich klasse, es wird soweit alles der Natur überlassen, auch der ehemalige Brandteich, wirklich ein Idyll mittlerweile. Hinzu ging es ja noch, aber zurück
beziehungsweise weiter, war schon echt heftig, mitten durch den Sumpf durch. Also ich habe mir das Dorf mal angeschaut, aber nochmal muss ich da nicht hin. Die haben richtig gute Arbeit geleistet und die Zu- bzw. Abfahrt so mit den Bäumen zugebaut, dass man kaum raus oder reinkommt. An diesem Stück Wald kann man wirklich sehen, dass alles sich selbst überlassen wird. Eine tolle Landschaft und eine himmlische Ruhe hier. Wirklich super schön. Und man findet hier und da immer noch ein paar Überreste von dem Truppenübungsplatz. Weiter geht's zu den Drödelsteinen. Hier sind wir jetzt an den Drödelsteinen. Die Drödelsteine sind basaltische Stoßkuppen, auch Lavadom genannt. Anders als im hohen Westerwald, wo sich eine geschlossene Basaltdecke ausgebildet hat. In diesem Fall ist das Magma nicht ausgeströmt, sondern direkt an der Oberfläche erstarrt. Dadurch entstanden solche Felskuppen. Das war eine einfache Beschreibung. Ich konnte nicht anders, es war ein so schöner Ausblick, den musste ich einfach filmisch festhalten. Weiter geht's über Lippe zum Siegerland-Flughafen. Der Flughafen Siegerland wurde 1967 auf dem seit den 1930er Jahren existierenden Landeplatz eröffnet. In den 1980er und 1990er Jahren fanden einige Motorsportveranstaltungen, wie zum Beispiel die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, auf dem Flughafengelände statt. Die 3,4 Kilometer lange Rennstrecke wurde Siegerlandring genannt. Vom Siegerland-Flughafen über Liebenscheid geht es zum Dreiländereck. Angekommen am Dreiländereck. Hier grenzen die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aneinander. Ein schönes, idyllisches Eckchen. Weiter geht's über Waldaubach zum Höllkopf. Hier bin ich jetzt am Höllberg oder auch Höllkopf genannt. Hier gehen auch die ganzen Einstiege zum Bikepark ab. Links hat man jetzt schon den ersten gesehen und dort, wo der Kollege steht, sind die nächsten Einstiege. Der Höllkopf mit 643 Meter Höhe, der zweithöchste Berg im Mittelgebirge des Westerwalds, neben der Fuchskaude. So, von nun an ging es bergab bzw. nach Hause. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst ein Like da oder auch ein Abo, wenn nicht schon vorhanden.
Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.